Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Heute geht es daran, Ressourcen zu sammeln. Und zwar Hühnchen und Früchte. Denn wir haben da zwei Mama Slimes, die wir platzen lassen wollen. Das Problem nur an dieser Sache ist, hier gibt es nicht so viele Ressourcen, wie ich gerne hätte. Deswegen müssen wir jetzt erstmal auf die Schnelle einen Teleporter finden, um zurückzukommen. Jetzt stellt sich halt nur die eine Frage. Wo gibt's einen Teleporter? Ja. Hier gibt es keinen. Das war ein bisschen falsch. Ah, da unten gibt es auch nichts. Aber hier ist noch ein Hühnchen. Da ist noch ein Hühnchen. Hier ist noch ein Hühnchen. Läuft. Nein. Da ist noch ein Hühnchen. Hey, komm rein. So, jetzt ist die Frage, wo komme ich da unten lang? Palim, palim, palim. Hallo, ich würde gerne zu mir nach Hause und so, ihr versteht das hoffentlich. Und wenn nicht, seid ihr Kacke. Hier ist das. Dann müsste ja hier auch gleich ein Teleporter kommen. Hoffentlich. Okay, die Hühnchen kann ich leider nicht einsammeln. Da ist kein Teleporter. Oh. Da geht's raus. Stopp. Dann geht's hier lang. So, Magma Slime, was frisst der am liebsten? Das muss man dann bei uns in der Base gleich mal nachgucken. Weil dann brauchen wir nicht allzu viel. Ja, ihr seht, hier hat sich wirklich ein bisschen was verändert. Aber was muss, das muss. Und Steinhuhn. Steinhuhnhammer. Stopp. Nee, das war jetzt falsch. So. So. Ihr gebt jetzt einfach mal alle Weibchen. So, wir wollten eine neue Pflanze anbauen. Mal schauen, ob das geht.
drückt mir die Daumen. Garten. Ja, es geht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Hühner haben wir genug. Die Steine kommen weg. So, wir haben den Mama-Slime und wir haben den Phosphor-Slime gefunden. Für den Phosphor-Slime brauchen wir aber die Faser-Zitronen, denke ich mal. Und wir brauchen goldene Schleimkacke. Du bietest wieder mal nur Crap an. Okay, du fast nur Crap. Aber das landet trotzdem alles da drinnen. So. So. Genau. Was hast du anzubieten? Ui. Ein bisschen mehr als die anderen zwei Teile da. Was hast du anzubieten? Toll. Ist ja auch nicht wirklich die Welt. Summwachs. Okay. So. Genau. Aber wir wollten Obst. Obst, 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 Obst. Ja, von denen haben wir 50 Stück voll. Muss reichen. Ich sehe gerade, da oben blinkt eine Nachricht auf und das schon seit ein paar Folgen. Da werden wir mal reingucken. Oh, 7 Nachrichten. Hallo. Mochi Millis, Partnerschaft, Slime, was? Bereichungsgerät jetzt im Angebot. Chroma-Paket, bla bla bla. Hi Beatrix, ach kommt, lasst mich doch in Ruhe. Ach genau, ich habe mir hier ein paar Ränge gekauft gehabt, deswegen, ja, musste ich halt Schleimkacke und so, ne? Ein Grotten-Upgrade. Cool, das werden wir uns auch bald kaufen. So, dann... Ihr wisst, was wir machen. Das Pflänzchen wird zwar noch nicht so weit sein. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ist ja nicht so scheiße. Ist ja nicht so, dass ich nicht zwei davon habe. Und wir brauchen Geld. Wieso war mir das nicht arschklar, dass wir wieder Money brauchen? Die haben nichts. Du hast 40 Stück, das ist toll. So, da gucken wir natürlich gleich mal, was am meisten Geld bringt von dem, was wir haben. Und zwar bis jetzt ist es noch das da hier, Jägerschleimkacke. Eins, zwei, drei, vier. Raus mit dir. Ja, genau. Es wird jetzt nicht viel bei rumkommen, aber immerhin 6 Hühner. Ja.
müssten eigentlich 12 Stück werden. Ah, jetzt. Genau, 12 Stück, sage ich ja. Dann guck mal kurz im Silo, da haben wir nämlich auch noch welches. Dann saugt man das da jetzt einfach mal raus. Denn wir brauchen das Geld. So. Das war falsch. Ja, so haben wir wieder 5k gut gemacht. Das läuft doch. So, hier. Kaufen, kaufen, kaufen. Gut, solange die wachsen, gehen wir jetzt den Mamaschleim platzen lassen. Ich hoffe, ich mache das hier lang richtig. So, mal schauen, ob wir das in der Folge noch schaffen. Ich versuche mich anzustrengen. So. Bup, bup. Aber ich glaube, wir sind hier sowieso schon vollkommen falsch. Ah. Oder sind wir hier falsch oder richtig? Nein, wir sind... Oh! Man klopfe mir auf die Schulter. Jetzt müssen wir nur noch Mama Slime finden. Ja gut, das war ein Satz mit X. Irgendwo weiter unten war das. Aber wo weiter unten? Läuft. Da hinten irgendwo. Da, ich weiß, da unten war der Phosphor-Slime unter der Brücke dann. Da ist der Mama-Schleim. Wir haben ihn gefunden. Jo. Wir haben wieder einen Schlüssel. Gut. Und anscheinend war es das dann auch schon. Toll. Das ist noch ein Küken.
Wir haben 50 Früchte im Inventar. Wisst ihr was? Wir gehen da hin und gucken, ob wir den füttern können. Vorher natürlich die Schleimkacke einsammeln. Das ist ganz wichtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wo war die Brücke? Nicht hier. So viel steht fest. Hier liegt schon wieder Schleimkacke rum. Oh, ernsthaft. So, da ist die Brücke. Und da oben ist ein verschlossenes Tor. So. Wollen wir mal ganz kurz warten, dass ich wieder Ausdauer habe. Die Ausdauer haben wir jetzt. Hier ist schon wieder so ein Paket. Ach komm, gib mir doch mal was Ordentliches. So, das müssen wir jetzt noch öffnen. Hier oben haben wir so ein Ding. Ich hoffe, die 50 Dinger, die ich hier habe, reichen da aus. Ansonsten, ja. Müssen wir noch was sammeln gehen, wenn es nicht reicht. Oh, es hat gerade so gereicht. Und noch ein Schlüssel. Und Haufen Zeug, was wir nicht brauchen. Zusätzlich der Slimes natürlich. So, da haben wir doch zwei Slimes zum Platzen gebracht. Aber ich weiß trotzdem nicht weiter mit meinem Latein. Wie soll ich jetzt an goldene Schleimkacke kommen? Damit ich dieses große Ding dort eröffnen kann. Oh ja, das ist alles nicht so einfach. So. Haben wir noch ein bisschen Schleimkacke einkassiert. Da ist ein Goldener! Und ich habe nichts zu fressen! Ernsthaft? Ernsthaft? Was soll das? Hier war gerade ein Goldener! Och, was hab ich für ein Pech! So, ich bin jetzt gerüstet, falls nochmal einer auftaucht. Boah, das kann doch nicht sein. Da war hier ernsthaft schon mal einer und... Mann, das ist so ärgerlich. Ja gut, ich werde jetzt die Folge hier aber auch erst einmal beenden, ne? Denn die Folge ist schon lang genug. Die Kiste da oben öffnen wir noch schnell. Wieder nur Crap drinne.
Cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.